So, herzlich willkommen zu einem weiteren Sondervideo unsererseits. Heute mal ohne Christine. Ohne Christine deswegen, weil es geht gar nicht mal um uns beides, sondern mehr oder weniger um Fahrzeuge. Wir machen ein kleines Special-Video zu verschiedenen Camper-Fahrzeugen, die wir jetzt hier einfach gemeinsam auf diesem Platz stehen haben. Und vor allen Dingen halt die Geschichte, die dahinter ist. Das wollen wir heute mal hinterfragen und wollen da mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen von euch und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Deswegen auf geht's! So, und es geht direkt los. Wir werden uns als erstes mal ein ganz besonderes Fahrzeug angucken, einen Oldtimer. Und der eine oder andere kennt auch, glaube ich, den jungen Mann, der in das Fahrzeug gehört. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Was machst denn du da schon wieder? Hey Gustl, wir haben gesagt gehabt, du hast so ein cooles Auto, dürfen wir mal reinkommen und ein bisschen schauen. Ja, sicher. So, wir sind jetzt beim Gustl, wie gesagt, zu Hause und der eine oder andere wird ihn ja auch schon von Instagram kennen, verlinkt man natürlich nochmal. Und das ist jetzt mal ein ganz anderes Wohnmobil. Also das, was man so vielleicht von so einem jungen Kerl wie ein Gustl gar nicht erwarten würde. Ein bisschen rustikaler. Erzähl mal, wie kommst du eigentlich dazu? Wie kommst du dazu, dass du so eine alte Karre dir gekauft hast? Ja, ich wollte ja nach Südostasien fahren mit einem Wohnmobil und habe dafür halt ein passendes Fahrzeug gesucht. Und am besten wäre natürlich irgendwas mit Allradantrieb und ein bisschen höher gelegt, aber das ist halt unbezahlbar. Zumindest außerhalb jetzt meiner Gehaltsklasse. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, was kommt dem irgendwie am nächsten, und da bin ich auf die Düdos gestoßen. Die haben relativ viel Bodenfreiheit, dann haben halt eine heckgetriebene Zwillingsachse, und dadurch, dass das ja auch ein leichter LKW ist, hat er auch ein richtig fettes Fahrwerk, fette Achse, 7-8 Blattfedern oder so, und dann kommt es zum Allradfahrzeug schon recht nahe für einen sehr günstigen Preis. Also ich habe es für 7.600 Euro gekriegt, und so Allradwohnmobile, die gehen halt erst bei so 40.000 los oder so. Ja, mega gut, also richtig cooles Auto auf jeden Fall. Wir gucken uns das Ganze auch gleich mal von außen an, aber erstmal geht es hier von innen weiter. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, also hier sieht es ein bisschen aus wie so ein richtig urischen Wirtshaus. Der Gustl, der kommt nämlich auch aus Bayern, deswegen passt das. Und ich sehe gerade, hier sind überall so kleine, schöne Bilder mitten im Furnier. Ja, wie kommen wir da dazu? Wie hat so ein Oldtimer jetzt eigentlich solche Bilder im Furnier? Ja, also ich habe das von einem alten Herrn bekommen, der gestorben ist, also aus dem Nachlass. Und der hat das Wohnmobil wohl schon länger gehabt. Also der Ausbau ist, schätze mal, 80er Jahre. Und die Bilder hat er auch selber gemalt. Also die sind überall hier oben und auch hinten im Fahrzeug noch. Und soweit ich weiß, sind es die Urlaubsziele, wo der Vorbesitzer mit dem Wohnmobil hingefahren ist. Also ich habe auch, wo ich es gekauft habe, noch alle möglichen persönlichen Gegenstände drin gefunden. Unter anderem war da hinten drin noch so eine Malerstafflei. Da war schon das nächste Bild in Bearbeitung, das dann aber nicht mehr fertig geworden ist. Ja, genau. Also mein ursprünglicher Plan war eigentlich, ich wollte alles rausschmeißen, so einen eigenen Ausbau für mich machen. Aber wo ich da reingekommen bin, ich habe mich sofort verliebt in diesen alten Charme. Also wie gesagt, das hat so ein bisschen Wirtshauscharakter. Das stimmt schon. Also ich fühle mich auch so ein bisschen wie im Wohnzimmer von der Oma irgendwie. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich möchte es so erhalten. Und auch mit den Bildern ist es ja so, als war ich da so ein Stück Geschichte von dem Wohnmobil mit mir rum. Das wollte ich dann einfach beibehalten und habe es halt einfach modernisiert, sodass ich halt jetzt da drin arbeiten und leben kann. Ja, perfekt. Richtig gute Idee. Da, wo ich es gerade sehe, ist das hier eigentlich alles Eiche rustikal. Das wirkt ja mega massiv. Wie schwer ist das? Eiche nicht, das ist Pappelholz. Das ist so eins der leichtesten Hölzer, die es gibt. Aber in dem Wohnmobil könnte man das trotzdem nicht so machen. Da ist ja viel aus Plastik, aber hier, das hat alles mal ein Schreiner gemacht, irgendwann in die 80er. Und geht auch nur, weil der ja bis 6,5 Tonnen zugelassen ist. Normal hat man diese 3,5 Tonnen Grenze, da wird es dann eng. Aber da das ja ein leichter LKW ist, geht es da nicht so genau mit dem Gewicht. Ja, sehr gut, perfekt. Also für eine Person eigentlich viel zu groß, aber du kannst dich ja austoben, wie man sieht. Ne? So hast du ja wirklich mega Platz in dem Auto. Ja, es stimmt. Es ist eigentlich zu groß für einen allein. Ich wollte halt einen Düdo. Also für mich war klar, ich will einen Düdo, und ich habe damals aber noch nicht so viel Ahnung gehabt. Da gibt es natürlich sehr kleine und auch sehr große, und ich habe halt jetzt den höchsten und längsten. So. Also eigentlich bist du freischnauze rangegangen, hast quasi gekauft, wo du gesagt hast, da hast du Bock drauf. Ja, genau. Ich habe das angeschaut und dachte mir, ja, das fühlt sich gut an. Dann bin ich da reingegangen und dann, ich wollte eigentlich nur mal eine Nacht drüber schlafen, aber beim Heimfahren wusste ich dann schon, doch, der ist es, den muss ich jetzt unbedingt haben. Gerade du meintest, es ist ein LKW, musstest du dann extra einen Führerschein dafür machen, oder hast du den schon gehabt? Nee, hatte ich nicht.
Ich habe nur den Klasse-C-Führerschein gemacht. C1 würde reichen, weil es ja unter 7,5 Tonnen. Aber das war trotzdem günstiger, als wie einen 3,5 Tonner Düdo zu kaufen. Weil, genau aus dem Grund, wie du sagst, nicht viele Leute haben den Führerschein. Und deswegen sind die 3,5 Tonner oder auch die 508er, die abgelastet werden können, relativ teuer, bis zu 20.000 Euro. Und ich habe schnell erkannt, dass ich jetzt sowas hier für unter 10 kriege, plus nur 3.000 Euro Führerschein, dann komme ich da fast für die Hälfte weg. Also hast du ja richtig viel auf dich genommen, um das Fahrzeug, dein Traumfahrzeug letztendlich auch dann zu haben. Ja, ja, also der Führerschein, der hat ja, 3.000 Euro gekostet und 4 Monate gedauert. Ja, und der Umbau natürlich. Also das für 7.500 kriegt man jetzt natürlich kein fertiges Weltreisegefährt. Da war viel zu tun. Das war besonders aufwendig, weil ich halt den Innenausbau so erhalten wollte, wie er ist. Und da halt Kabel nachziehen und alles zu modernisieren, das war wirklich ein ganz schönes Geschieß. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin sehr zufrieden. Auf jeden Fall. Schaut gut aus. So, das fragt man ja eher selten, aber darf man vielleicht mal in dein Bad reinschauen? Natürlich, bitteschön. Also das schaut jetzt nicht sonderlich schick aus. Das, was man jetzt hier an den Wänden sieht, das war schon davor drin. Aha. Das ist aber eine wasserdichte Folie und das war sozusagen als Waschraum konzipiert. Und ich habe jetzt da erst vor wenigen Wochen in der Türkei das Ganze zu einer echten Dusche umbauen lassen. Da unten, diese weißen Platten, die sind jetzt da ganz neu drin. Und somit kann ich da drin jetzt auch duschen, das ist wasserdicht. Das ist meine Trockentrenntoilette, die kommt dann einfach raus. Und wenn ich fertig bin mit dem Duschen, stelle ich die wieder rein. Perfekt. Sagen, wo ich gerade dieses Mini-Dachfenster oben sehe, ich kann nicht dran erinnern, außer in Stories, du hattest mal ein Problem mit deinem Fahrzeugschlüssel. Ja, das war relativ am Anfang in Albanien. Da habe ich mir mal, bin ich nur zu so einem Park-for-Night-Spot gefahren, spät nachts um 12 Uhr Mitternacht irgendwo in der Pampa und bin dann aufgesessen, weil das war so ein bisschen Offroad-mäßig und bin kurz raus, um zu schauen, ob am Auto alles in Ordnung ist und habe mich bei der Gelegenheit ausgesperrt. Ja. Also die Schlüssel waren drin, das war nur gesteckt, Motor ist gelaufen und ich habe dann keine andere Möglichkeit gesehen, als von außen quasi erst einmal die Luke da wegzureißen und dann auch das Ding hier noch abzureißen und habe mich dann hier durchgequetscht, 28 mal 28 Zentimeter. Also willst du uns jetzt wirklich erzählen, dass du durch diese schmale Luke hindurch bist? Ja, also das war auch wirklich haarscharf. Ich glaube, 1 Zentimeter schmäler und das wäre nicht mehr gegangen. Also mein Becken ist auch richtig angestanden, wo ich da so quer drin war. Und ich habe überall Schürfwunden gehabt. Ich habe ausgeschaut, das hat nur tagelang gebrannt. Also das war echt gefährlich. Vor allem, ich hätte ja auch easy stecken bleiben können und ich wäre dann rückwärts nicht mehr rausgekommen. Dann wäre es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass ich da irgendwie gestorben wäre, kopfüber. Weil ob mich da jemand gefunden hätte, weiß ich nicht. Das war echt abseits. Dann sind wir jetzt wirklich froh, dass du hier stehst bei uns. Ja, Mashallah, sage ich da nur. So, jetzt nochmal ein kleiner Flachwitz am Rande. Jetzt schauen wir bei Gustl nochmal hinten rein. Und zwar sein Bett, das hat er umgebaut und auch erst vor kurzem gemacht, richtig? Ja, genau. Das Bett, das haben wir in Griechenland machen lassen. Von so einem Handwerkerpärchen, die da auch mit ihrem Düdo unterwegs waren. Die haben mir das zusammen konstruiert. Schaut ein bisschen windig aus, weil das aus recht dünnen Dachlatten gemacht ist. Und sag mal, warum hast du es eigentlich gemacht? Hattest du vorher keins drin? Doch, doch. Aber das Bett... Oder das ganze Wohnmobil, das war sehr rentnerfreundlich gestaltet, weil das ja eben so einem Älteren hergehört hat. Und das Bett war so auf der Höhe ungefähr. Also dass man sich da einfach bloß hinsetzen und wieder aufstehen braucht. Dementsprechend war da aber darunter null Stauraum. Also einfach verschwendeter Platz. Und deswegen haben wir uns das jetzt so eingebaut, dass hier so 2-Euro-Boxen übereinander hinpassen und hier noch ein fetter innenliegender Wassertank. Perfekt. Sieht richtig gut aus. Also da ist ja richtig Platz in dem Auto jetzt hier. Auch hinten nochmal der Heckauszug. Ich glaube, da würden dich viele drum beneiden. Ja, also Platz ist genug. Ich habe hier auch normal noch so ein kleines E-Bike, ein Klapp-E-Bike drin stehen. Ja, aber es ist trotzdem schon fast alles voll jetzt. Also mit dem großen Wassertank und einen Tisch habe ich ja noch, Stühle. Also eigentlich das alles, was man so braucht beim Campen, ne? Ja, genau. Hier drüben habe ich halt noch viele Ersatzteile, Ölfilter, Öle auch, wenn es mal ist. Weiß ja nicht, ob ich die Öle... All die Sachen halt für ein altes Auto. Ja, genau. Und... ja, also das braucht ja da ein bisschen am Platz. Ersatzkanister habe ich noch ein paar dabei. Perfekt. Richtig, und so ist der Platz recht schnell voll dann. Ja, cool. Also passt schon ein bisschen was rein, wo wir jetzt beim nächsten Thema wären. Sag mal, Gustl, du bist in diesem Riesenauto allein unterwegs. Kommt da noch was? Oder hast du jetzt schon deine Traumfrau? Ja, der hat auf jeden Fall die Größe und auch die Ausstattung, dass da mal irgendwie noch jemand weiter mitfahren könnte. Ja. Also, wenn mal irgendwann die Traumpartnerin vor der Tür steht und anklopft, dann darf die gerne reinkommen. Richtig.
So, Gustl, sag mal, wir hatten gehört oder auch gesehen bei dir auf Instagram, dass du ja schon direkt beim Start einer Reise ein kleines Motorproblem hattest. Ja, genau. Ich hatte einen Kolbenfresser, aber das wusste ich erst noch nicht. Also, wo ich ihn gekauft habe, war schon klar, da passt was nicht mit dem Motor. Der hat nämlich 6 Liter Öl verbraucht auf 1000 Kilometer. Und ich habe jetzt in Deutschland A, keinen gefunden, der mir das hätte machen wollen, so in näherer Umgebung. Ich hätte ewig weit fahren müssen und das hätte dann auch also viele 1000 Euro kostet. Die hatte ich nicht. Du hast eigentlich direkt am Anfang schon, ja, keinen guten Start gehabt. War es denn für dich trotzdem klar, dass du weiterfährst, dass du das Problem beheben lässt? Mhm. Oder war das schon so ein Grund, wo du sagst, vielleicht gebe ich doch auf? Nee, also was heißt keinen guten Start gehabt? Ich wusste ja davor und ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, trotz Motorschaden loszufahren. Und mein Plan war von Anfang an, das in Albanien mal anschauen zu lassen. Ich habe zwar gehofft, dass es vielleicht nur die Kolbenringe sind, die mal erneuert werden müssen, aber dass ich da einen Kolbenfresser habe und hier Motorhonen und Übermaßkolben und komplette Motorrevision gemacht werden muss, das war mir jetzt nicht so klar. Aber ja, war halt so. Ja. Und das das hat mich jetzt 3000 Euro gekostet in Albanien. Also daheim locker das Doppelte bis Dreifache. Insofern war ich da eher froh, dass ich es noch bis Albanien geschafft habe und das da habe machen lassen. Aber da hast du ja theoretisch jetzt einen richtig neuen Motor. Ja, nicht nur theoretisch, auch praktisch. Also, und merkst du da jetzt einen Unterschied? Hat sich das wirklich gelohnt und passt das jetzt auch alles mit dem Ölverbrauch? Ja, also ich habe null Ölverbrauch, gar nichts. Also ich habe direkt so nach 1000 Kilometern mal den ersten Ölwechsel gemacht und seitdem sind jetzt so 6000 Kilometer vergangen. Der braucht wirklich 0,0 Öl. Ja, das ist natürlich top. Ja, also für so einen alten Motor ist das echt grandios. Ja, gibt es eigentlich gar nicht bei so Düdo-Motoren. Deswegen, meine Leistung ist jetzt natürlich unverändert und so, da merke ich jetzt nicht viel, aber jetzt habe ich halt einen komplett general überholten Motor, der jetzt so wie er ist, für über 1 Million Kilometer ausgelegt ist. Das ist natürlich ein Traum. Ja. So, Gustl, sag mal, wir haben jetzt so viel gehört über dein Auto und auch gesehen und jeder kann sich ja schon erahnen, dass es nicht mehr das jüngste Fahrzeug ist. Wie alt ist er denn eigentlich? 48 Jahre, der ist Baujahr 1976. Wahnsinn, also ein richtig gutes altes Auto. Und zum Thema altes Auto, du planst eine Reise, wir sind jetzt hier gerade in Georgien. Wo willst du eigentlich mit dem großen Schätzchen hin? Also ich habe das noch nicht final entschieden. Ich möchte es gerne so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Aber ich will auf jeden Fall nach Indien und eigentlich von da aus auch noch weiter nach Südostasien bis Vietnam, Laos, Kambodscha. Das sollte jetzt eigentlich ja nach der Motorrevidierung auch kein Problem mehr sein. Ja, der Motor macht wahrscheinlich keine Probleme. Ich hoffe halt, der Rest hält. Ja. Aber auch das ist auch ein Grund, warum ich sowas Altes ausgewählt habe, weil es eine sehr einfache Technik hat und mir da überall auf der Welt geholfen werden kann. Zum Beispiel im Iran wurden die noch bis 2015 genauso gebaut. Da gibt es viele Ersatzteile, da gibt es viele Mechaniker, die sich damit auskennen. Und auch der Motor, der ist so einfach und ohne elektronische Steuerung, dass selbst jemand, der so ein Ding noch nie gesehen hat, sich da relativ schnell eindenken kann. Wolltest du dir denn selbst auch zutrauen, das ein oder andere zu reparieren? Oder hast du schon mal das ein oder andere repariert? Oft nur, ja. Alles klar. Also würdest du schon sagen, wenn man so ein altes Auto fährt, also ein Oldtimer, dann sollte man auch wissen, dass immer was passieren kann. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man da unbedingt großartig Vorkenntnisse braucht oder so. Ich bin ja auch kein erklärender Kfz-Mechaniker oder so. Aber man sollte sich halt nicht davor scheuen, sich gelegentlich mal die Hände schmutzig machen und halt sich mal irgendwo einzudenken. Ja, weil das passiert hier ständig. Also gerade irgendwelche Anbauteile oder irgendwas bei der Elektronik oder irgendwelche Schalter, das bricht dann halt mal ab, weil das Material porös ist und dann muss man sich da halt auf die Schnelle irgendwas einfallen lassen, damit das wieder läuft. Also eine kleine Grundausstattung an Werkzeug sollte man dabei haben bei so einem Auto. Unbedingt, ja. Perfekt. Super. Dann danken wir dir und wünschen dir ja eine gute Fahrt und dass wir noch viel von dir sehen werden. Dankeschön. So, beim Gustl sind wir jetzt weit durch. Es war ja eine komplett andere Roomtour als gedacht. Gustl an sich ist ja schon, ja, ist einfach schon eine Rede wert. Ich finde, er ist so ein lustiger, interessanter Typ. Das macht richtig Freude, einfach mit ihm zu quatschen. So, damit es jetzt nicht langweilig wird, würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt zum nächsten Fahrzeug. Ist auch wieder ein Mercedes. So, als nächstes gehen wir jetzt zu Markus, Jasmin und ihren Hund Genie, die jetzt hier schon mal auf uns warten und gucken uns das Fahrzeug mal an. Hallo Markus. Hallo, wie geht's? Ich
Jenny, altes Model. Ja. So süß, wie sie da sitzt. So, Markus, wir haben euch drei ja schon mal getroffen. Das war letztes Jahr im Dezember in Griechenland am Strand. Und dann haben wir uns direkt gut verstanden. Wir haben eigentlich auch einen coolen Abend miteinander verbracht soweit und haben ein bisschen was getrunken, das weiß ich noch. Und hatten dann die Geschichte erzählt, wo wir eigentlich hinfahren wollen. Und dann meinte der Markus, ja, finde ich cool, will ich auch. Und ja, hat sich das Kanäle bestellt und dann ging es auch schon direkt los. Oder wie war das? Erzähl mal. Ja, so war es gewesen. Also wir wollten in den Oman fahren und haben Tobi und Christine unterwegs getroffen. Und ja, haben gesagt, dass wir da auch hinfahren. Genau, jetzt sind wir doch hier zusammen, ne? Ja. Nach 6, 7, 8 Monaten mittlerweile. Später. Wahnsinn. Später, ja. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen dein Auto an. Auf jeden Fall. Bist du dabei? Ja, klar, kommt rein. So, Markus, wir haben schon von außen gesehen, das ist ja jetzt wieder was ganz anderes, als was wir vorher jetzt beim Gustl gesehen haben. Du hast ja einen sogenannten Kofferaufbau, das ist ein kleiner LKW und demnach hast du auch Platz, also richtig Platz im Auto. Also wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich meinen, wir sitzen oder wir stehen hier in so einer Einzimmerwohnung. Also eine richtig große Küche ist dabei. Erzähl mal was. Ja, also ist von der Polizei ein Landesgerätewagen oder wie das Ding heißt, keine Ahnung. Und ich habe den halt nochmal gedämmt mit einem Trockenständerwerk vom Hausbau. Dann Styrodur und dann kam das Birkesperrholz drüber. Überall unten, Boden und. Also Markus, du hast sowas vorher noch nie gemacht und hast einfach gesagt, komm, ich habe ein Haus, ich guck mal rein, wie das bei mir so aussieht und demnach baue ich das jetzt hier in meinen kleinen LKW ein. Genau, so sieht's aus, ja. Hab geguckt, was man verwenden kann. Schön war es, dass es halt gerade Wände sind. Somit, wie gesagt, hat so perfekt ein Trockenständerwerk gepasst. Und ja, dann habe ich halt geguckt, wie so eine IKEA-Küche aussieht von der Form her. Und dann habe ich halt das Birkensperrholz bestellt und habe dann meine Möbelchen gebaut. So wie ich also das frei halt nach dem Motto, quadratisch praktisch gut? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Genauso habe ich das gemacht. Wir sind ja auch, du bist ja eher so ein kantiger Typ. Ne? Viele haben jetzt auch mittlerweile schon gesagt, du wärst hier mein Bruder. Ja. Und wir sehen uns ein bisschen ähnlich durch den Vollbart. Das ist schon mal sehr cool und wir verstehen uns auch sehr gut. Und ich muss sagen, dein Ausbau ist dir gelungen. Der sieht auch richtig cool aus. Da werden wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen. Gleichzeitig unsere Außendusche. Trinkwasserhahn mit UV-Lampe integriert. So, auch immer eine richtig große, wichtige Frage. Wie sieht es denn bei dir mit der Elektronik aus? Was hast du denn alles verbaut? Oh ja, das hat ein Kollege von mir gemacht. Der hat komplett mit mir zusammen die Elektronik gebaut. Wir haben 4 Lithium-Batterien, A 200 Ampere, also haben wir 800 Ampere. Wir haben auf dem Dach 1310 Watt Solar. Und wir haben einen 3000er Wechselrichter. Dadurch, dass es ein LKW ist und 24 Volt verbaut ist in der Front, haben wir das hinten so weitergeführt und ist ein 24 Volt System. Genau. Also was ich jetzt hier schon mal sehe, dass du hier richtig viel Mühe dir gegeben hast bei der Möbelbau, auch oben mit der glasierten Oberschicht oder das Behandlung von dem Holz vor allen Dingen, da hast du ja richtig viel Arbeit wahrscheinlich investiert, ne? Ja, ist richtig, mehrfach geschliffen und dann habe ich eigentlich Bootslack verwendet und bei den Schränken kann man sehen, ich habe das so gebrandet und dann waren mir die Ideen aus, dann habe ich hier eine Sichel, Schraubenschlüssel und hier drüben Maurerkelle und. Genau, ich dachte individuell ein bisschen. Also kommen wir darauf zurück, du bist halt eher wieder der kantige Typ, schon so ein richtiger Männer-Truck geworden, ne? Oder was sagt deine Frau dazu? Ich denke. Aber gefällt dir auch, die Tapete macht es dann wieder wett. Ich denke, es ist wirklich gut geworden. Ja, das hier ist zum Beispiel ein alter Ledergürtel. Das kann man auch beim IKEA kaufen, aber dann ist es halt ein bisschen teuer. Und wenn man einen alten Ledergürtel hat, dann habe ich das eben so gemacht. Ich denke, das ist ganz schick. So, Markus, jetzt gehen wir direkt mal von Wohnzimmer ins Bad. Wie sieht es denn da bei euch aus? Jawohl. Also wir haben hier eine Duschwanne reingebaut, eine 80x80. Und dann hinten ist unsere Trockentrenntoilette. Das Bad haben wir komplett mehrfach mit Bootslack gestrichen. Somit, dass es auch echt als Bad verwendbar ist und keine Feuchtigkeit reinkommt. Schaut gut aus, vor allem auch wieder ein komplett geschlossener Raum. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was mir jetzt aufgefallen ist, du hast hier ein richtig kleines Bad, vor allen Dingen halt um eine richtige Tür. Das ist ja nicht selbstverständlich im Wendeausbau. Und vor allen Dingen, man sieht es auch sehr, sehr selten. Ja, das war uns wichtig wegen Privatsphäre. Und vor allen Dingen in den arabischen Ländern haben wir mitgekriegt, dass wir mit draußen duschen, nackt sein bzw. Bikini nicht so, gerade als Frau, nicht so angesagt ist. Und da ist wirklich ein Bad innen drin schon sehr, sehr gut, ja. So, wir sind jetzt nicht hier in irgendeinem anderen Van für einmal. Das ist tatsächlich immer noch derselbe Van wie vorher. Nur, dass wir jetzt hier ein ganz besonderes Bett haben, ein sogenanntes Hubbett. Wie kamst du denn auf die Idee?
Ja, also mir war es wichtig, dass ich Platz habe und ich wollte das Bett nicht jedes Mal umbauen müssen. Und deswegen habe ich mir hier so ein Hubbett gebaut, wo ich mega stolz drauf bin. Mein erstes Hubbett war hier noch mit Kurbel und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja nicht mehr so. Und dann haben wir hier einen Rollladenmotor verbaut, elektrischen Taster, den ich sogar per App steuern kann. Und ja, dann fährt es halt hoch. Es ist vernünftig aufgeräumt, man kann unten drunter gehen. Alles schick, denke ich, ja. Genau. Also quasi Raumaufteilung zu 100% genutzt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es funktioniert sogar, dass wenn einer oben liegt, dann kann der andere sich noch flach auf der Couch hier unten legen. Alles wunderbar. Das ist super, wenn man dann mal ja, unterwegs mal einen schlechten Tag hatte, dann kann ja auch jeder mal seins machen. Auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Ich glaube, sowas will ich auch haben. Also kann man schon echt eine gute Zeit haben. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man am Strand steht und die Türen sind komplett offen, ist schon geil. Im Saudi und Oman haben wir sogar mit offener Tür geschlafen, weil es so extrem heiß hier drin war und haben dann einfach den Vorhang dazu gemacht. War mega. Ja, perfekt. Super. Sieht richtig gut aus. Das Bett. Ich habe auch gerade schon gesehen gehabt, der Markus hat hier auch einen Harley-Davidson-Brand. Und ja, ich würde mal sagen, so wie er ausschaut, hat er bestimmt die ein oder andere Maschine zu Hause in der Garage stehen. Ja, das ist so, aber das ist ein anderes Das Thema. ist ein anderes Thema. Okay, da kommen wir nochmal zu Markus nach Hause. Zu den einen oder anderen wird es schon aufgefallen sein, ist eine recht auffällige Lackierung. Und zwar ist es auch keine normale Lackierung, die ist von der Polizei, richtig, Markus? Ja, das ist so. Der LKW habe ich ersteigert in Chemnitz. Ursprünglich kommt er von der Leipziger Polizei, sorry, von der Polizei natürlich. Und am Anfang wollte ich den umlackieren, aber mittlerweile habe ich sehr, sehr viel Geschmack an der Farbe gefunden und habe das dann halt so gelassen. Genau. Ja, ist halt authentisch das Ganze, ne? Aber wir Ja, sehen genau. schon, du hast super viel umgebaut. Du hast jetzt hier unten Sonderlampen dran. Oben hast du einen Dachträger, sehe ich gerade, ne? Ja, auch Also nochmal ist Lampen. einiges passiert. Auf jeden Fall. In der Kiste ist halt verschiedene Sachen drin, noch Klamotten und. Das, was man halt braucht. Ja, und Lampen sind sehr wichtig, wenn es dunkel ist und die Straßen sind sehr schlecht. Gerade die Menschen, die jetzt hier einen LKW schon mal hatten oder halt erfahren, die wissen, dass der Tank nicht unbedingt hinten sitzt, ja? Der Markus hat ja eine sehr coole Idee gehabt, die hat er auch unterwegs auf Reisen jetzt umgesetzt. Ja, genau. Also wir haben leider nur 70 Liter Original an Bord und im Iran ist der Sprit halt nur 1 Cent, beziehungsweise sogar nur ein halber Cent gewesen. Und dann dachte ich, ich muss Sprit mitnehmen. Und da habe ich mir diesen Tank hier bauen lassen. Und somit habe ich nochmal 76 Liter extra. Und auf der anderen Seite sind 4 20 Liter Kanister. Und die haben wir natürlich alle immer schön voll gemacht. Denn so günstigen Sprit habe ich mein Leben noch nie gesehen. So, an deinen Reifen hast du ja gesagt gehabt, im Vorfeld ist auch was passiert. Ja, genau. Wir haben die Radreifenkombination geändert. Normalerweise sind das hier 16 Zoll. Wir haben hier auf 17,5. Und dann haben wir auch den Gummi einen anderen genommen. Es ist ein 8,5, eher 17,5. Original sind das sonst 215, 80, Also einfach ein 17,5. bisschen mehr Bodenfreiheit damit. Genau, damit er höher kommt und der Radumfang besser ist. Höhere Endgeschwindigkeit, Drehzahlmesser geht zurück. Sehr cool. Spritsparend. Sehr gut. So, das war es auch mit der zweiten Roomtour. Die dritte folgt dann zugleich. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Markus. War ein richtig cooles Fahrzeug. Sehr lieb, dass du uns das gezeigt hast. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, das war jetzt das zweite Fahrzeug, halt ein kleiner LKW, also auch mal was ganz anderes als der erste. Und jetzt gehen wir zu unserem Hauptexemplar. Das ist auch was ganz Besonderes. Ehrlich gesagt, ich habe schon viele, oder wir haben schon super viele LKWs gesehen, aber ich glaube, sowas vom Aufbau ja auch noch nicht.
So, im Hintergrund sieht man schon, das ist jetzt das gute Stück, was wir uns gleich mal auch von innen angucken werden. Und zwar gehört einmal Sarah, Christian und Annette dazu. Die wohnen in dem Auto und das Coolste von der ganzen Sache, die haben auch zwei Kätzchen genauso wie wir dabei. Also, da freue ich mich jetzt richtig drauf. So, jetzt geht's weit nach oben. Wir müssen hier so eine steile Treppe nach oben steigen. Das ist jetzt ganz, ganz anders, was wir so noch nicht kennen. Und da ist der Christian. Hi Christian. Dürfen wir reinkommen? Ist das okay? Du wolltest doch schauen. Unbedingt. Vor allem da ist schon die erste Miezekatze. Bist du happy? So Christian, wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Das war vor 3-4 Jahren. Und zwar in Rumänien. Genau. Da hattest du noch ein ganz anderes Fahrzeug und eigentlich auch nichts großartig anderes als wir. Ein Wohnmobil, ein ganz normales Wohnmobil. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, denn dann sowas anzuschaffen? Ja, die Idee ist eigentlich ganz witzig geboren. Wir haben schon immer den Plan, später ins Wohnmobil zu ziehen, dauerhaft halt. Und haben eigentlich gesagt, den großen Karthago, den wir haben, den brauchen wir dann im Endeffekt nicht mehr. Wir besorgen uns einen Pössl oder irgend sowas, das reicht dann vollkommen aus. Ist immer schnell unterwegs, ist wunderbar. Und dann gehen wir ein bisschen saisonmäßig arbeiten und nehmen den Rest des Jahres dann im Wohnmobil. Und dann standen wir in Pompeji, war es glaube ich, auf so einem super Stellplatz. Und da stand neben uns so ein LN2 917er mit einem Bundeswehrschalter hinten drauf. Und da war die Idee geboren. Und dann habe ich mit dem bestimmt 3 Stunden gequatscht und dann habe ich zu Annette gesagt, genau, weißt du was, wir kaufen keinen Bössl, wir bauen uns selber ein Auto. Sag mal, ist hier schon gerade alles ein bisschen gestellt, hier mit Obsttaler, Teller und alles, hast du das für mich geholt, oder? Ja, da war doch ein früher Obstfahrer. Ah, sehr also gut, Ort, stimmt. Lokal einkaufen, besser kannst du es nicht kriegen hier. Und was mir auch gerade auffällt, das Fenster hinten ist schon geöffnet, trotz alledem ist unten drunter noch ein großer Griff, hat eine besondere Bedeutung. Ja, das ist so eine Panoramaklappe. Haben wir lange mit uns gerungen, machen wir es oder machen wir es nicht. Okay. Und der Gedanke ist eigentlich, dass wenn du irgendwo stehst, du eine große Klappe aufmachen kannst. Wow. Und so ein bisschen quasi wie im Freien sitzt. Ja, wir sehen schon, also ich glaube hier wird der eine oder andere eine gute Idee vielleicht für sich dann haben oder für seinen späteren Ausbau. Ich glaube, sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist natürlich richtig Premium, gerade wenn man dann frühstücken möchte, die Sonne scheint und wir machen einfach mal hier dieses riesengroße Fenster auf. So, ich habe schon gesehen gehabt beim Christian, die haben ja super coole Kratzecken gemacht, extra für ihre beiden Katzen. Das hat zwar unsere, haben zwar auch einen Kratzbaum, so einen ganz kleinen unter dem Tisch, aber jetzt hier so eine Ecke, das wäre auch nochmal was für uns. Ich glaube, das werden wir einfach mal die Idee klauen und nachmachen. So, sag mal, wichtiges Thema immer im Vanlife, wie groß ist eigentlich euer Bett? Und was mir aufgefallen ist, eure Wand da hinten, die sieht richtig cool aus. Ist die richtig denn einzeln mit Brettern gemacht oder ist es eine gesamte Wand gewesen, was ihr hinten angesetzt habt? Also unser Bett ist 1,40 Meter breit und nur 1,90 Meter lang, weil wir auch nicht so die allergrößten sind. Und wir hatten eigentlich die Idee, wir brauchen immer entsprechend viel Stauraum. Und bauen uns einfach links und rechts noch eine kleine Truhe hin, wo halt Socken und andere Sachen reinkommen. Und die ist genauso hoch wie die Matratze. Das kann man hier wunderbar sehen. Und da kriegt man jede Menge Sachen unter. Und es ist genauso hoch wie die Matratze selber. Das heißt, man kann das Kissen auch einfach drüber schieben. Und dadurch haben wir eigentlich überall Stauraum und ist trotzdem noch eine sehr angenehme Bettgröße. Ja, mega gut. Unser Gedanke war halt, wir wollten unbedingt Zirpenholz in unserer Wohnkabine haben. Allerdings die ganzen Fronten von den Möbeln in Zirpenholz zu machen, das erschlägt einen halt relativ schnell. Und da gab es irgendwie durch Zufall eine Anzeige bei Instagram von der Firma, kann ich das sagen? IWAG24. Und die bieten das an, das sind im Prinzip ist ein Set in 3 verschiedenen Stärken. Zirpenholz, da ist der Kleber hinten schon komplett drauf. Und dann kann man die einfach an die Wand kleben. Haben wir oben einfach angefangen, immer ganz dünn, etwas dicker, ganz dick. Und dann haben wir das so versetzt gemacht, dass es so ein kleines Relief gibt. Und wollten eigentlich die ganze Wand zupflastern, aber mit dem weißen Streifen links und rechts. Gerade mit der Beleuchtung fanden wir es dann doch irgendwie besser. Ja, das schaut wirklich sehr dekorativ aus, muss man sagen. Und dann haben wir halt einfach ein bisschen den Zirpengeruch noch drin. Wahrscheinlich mehr Zirpengeruch noch, als wenn man nur das Furnier auf den Fronten hat. Es ist dann meistens kein Echtholz. Ja, und wir finden halt Holz auch immer gut, wenn es nicht zu viel ist. So, bei eurer Küchenteile habt ihr euch aber auch einiges einfallen lassen. Oben ist halt, sieht zumindest aus wie echtes Massivholz. Ja, das ist tatsächlich echtes Eichenholz. Man sieht es immer daran, dass es sich ein bisschen verzieht. Jetzt ist es wieder gerade immer gerade, ansonsten muss man es immer mal rumdrehen.
Ja, ansonsten ganz normale Einbauspüle aus dem Haushaltsbereich. Wir haben den Wassertank unten in den Schrank, in den Zwischenboden eingebaut, dass wir im Prinzip auch das Abwasser innen haben. Und der Gedanke war halt, kochen weiterhin mit Gas. Das ist ein Herd, der sich eigentlich gut bewährt hat. Und auch ein Backofen mit dran, dass man einfach mal eine Pizza machen kann oder sich die Semmel einfach früh aufbacken kann, wenn man gerade irgendwo in der Pampa steht, wo es halt keinen Bäcker in der Nähe gibt. Ansonsten versuchen wir das natürlich immer lokal zu holen bei jemandem aus der Region, der auch was davon hat. Natürlich gerade mit so einem riesengroßen Überlebenskämmer, nenne ich es jetzt einfach mal, steht man ja doch gerne und auch etwas länger halt schon mal abseits der Straße. Deswegen ist das ja so, wie das jetzt gebaut ist, auch richtig gut. Es ist im Prinzip komplett autark. Wir haben 230 Liter Frischwasser, haben zwei Abwassertanks, haben jede Menge Solar, Lithiumstrom. Im Prinzip, dass man eigentlich komplett autark ist. Selbst im Winter läuft die Dieselheizung durch mit dem Strom, wo vom Dach kommt. Und ich brauche nirgendwo Strom anstecken. Wie viel Strom genau habt ihr jetzt oben auf dem Dach? Also wie viel Watt? Also wir haben insgesamt 4 Module, 1600 Watt Peak. Das ist einiges. 14 kW Lithium-Akku. So, wie wir gerade gesehen haben, habt ihr oben so ein kleines Ablüftungsrohr und hier so einen riesengroßen freien Platz. Das schaut doch so ein bisschen aus, als wäre da noch was geplant, Christian. Genau. Der TÜV will unbedingt eine Entlüftungsgeschichte, deshalb ist das Loch schon da oben drin. Aber eigentlich ist das Loch genau die Stelle, wo das Ofenrohr runterkommt. Wir haben noch so einen kleinen Ofen bestellt in Kanada. Der wird leider nicht nach Deutschland geliefert, aber über ein paar Umwege wie Österreich geht es halt. Also das heißt jetzt nicht, ihr müsst jetzt extra nach Kanada und ihn dann abholen? Nö, da ist innerhalb von 3 Tagen sogar in Österreich. Also das geht ruckzuck. Und wir müssen das Ofenrohr noch bauen. Das soll mit so einem Teleskop einfach von innen zu entriegeln sein, dass man es einfach nur hochschiebt und verriegelt. Und das ist die Gemütlichkeit dann absolut hier zu 100% gegeben. Genau. Und hier suchen wir noch ein paar passende Fliesen. Mal sehen, ob wir irgendwelche vielleicht dann in der Türkei noch finden. Und dann wird der Tisch noch gefliest. Das ist faktisch das Originalmaterial noch von dem Innenmöbelbau. Und dann kommt der Ofen hier drauf. Perfekt. Wir hatten ja schon erzählt gehabt, ihr reist ja auch mit zwei Kätzchen, genauso wie wir. Und jetzt habe ich hier unten so ein kleines Fach gesehen. Sieht so ein bisschen aus wie bei den Amerikanern in dem Haus, wo die Hunde oder die Katzen rein und rausgehen. Was hat das hier zu bedeuten? Erzähl mal. Also das ist unser Katzenklo. Prämisse war im alten Wohnmobil immer, wohin mit dem Katzenklo? Wir schieben es permanent in der Dusche hin und her. Und beim Bauen haben wir uns überlegt, das ist gar kein Dauerzustand, wenn man jetzt auch mal länger Zeit drinnen wohnen will. Und dann kam die Idee, wir bauen einfach einen Schrank, der eine spezielle Funktion hat. Das ist eine ganz normale Klappe, die es sonst für die Außentüren gibt. Und natürlich muss man das ein bisschen anders entriegeln. Und dann ist im Prinzip hier drinnen das Katzenklo, ziemlich geruchsdicht verschlossen. Und die gehen halt rein und raus, so wie sie halt lustig sind. Also ihr seht schon, ja, der eine oder andere hat sich da einfach ein bisschen mehr den Kopf gemacht, als wir jetzt hier mit den Katzen. Und man muss wiederum sagen, ich glaube, das ist eine Idee, die werde ich mir einfach von dem Christian jetzt klauen. So, jetzt gucken wir uns nochmal das Badezimmer an. Das ist nämlich hier auch ein separierter Raum, ähnlich wie bei dem Markus von dem Mercedes. Ach, da steht er schon. Störe ich gerade? Soll ich wieder zumachen? Komm ruhig rein. Das Bad ist groß. Okay, dann gucken wir uns nochmal. Erzähl mal, was hast du jetzt hier gemacht? Also was ist jetzt hier so besonders oder so anders gegenüber anderen Kämmern? Ja, die Prämisse von Annette war immer, wir wollen eine separate Dusche haben. Mhm. Das ist immer schwer zu realisieren. Viele bauen die Dusche in den Einstiegsbereich und so weiter. Und wir haben es im Karthago halt schon gehabt, hatten es vorneweg im Wohnmobil davor noch, wo man in der Duschtasse steht, wo man das Bad normal benutzt, ist immer alles nass. Und im Karthago war es auch schon, dass wir die Dusche separat haben. 80 mal 60 ist vollkommen ausreichend. Und das war halt die Prämisse. Und ich wollte es halt so bauen, der Raum ist halt immer zu klein an sich, dass ich es einfach wie aufklappen kann und kann den Raum komplett nutzen und kann mich reinstellen, kann mich drehen, kann zum Fenster rausgucken und kann den Platz halt auch nutzen. Das Holz trocknet relativ schnell, um mich ganz normal zu bewegen. So, jetzt gibt es hier noch im LKW so eine kleine Minitür, die führt nach vorne in den Fahrerraum. Und warum, weshalb diese Tür eigentlich hier ist, das wird der Christian jetzt uns mal erklären. Guck, wir machen zwei Türen auf. Also das ist unser Durchstieg. Für viele ist der Durchstieg immer so die Notlösung, wenn man schnell nach vorne oder hinten muss. Das ist immer eine Frage auch des Sicherheitsbedürfnisses. Wir sind da nicht so. Für uns ist es eigentlich im Großen und Ganzen immer eine bequeme Art und Weise, ohne Treppe an der Kabine mal schnell ein- und auszusteigen, mal schnell durchzuschlüpfen oder auch wenn man irgendwo hinfährt, wo draußen alles klitschenass ist und so weiter, dann gehen wir von vorne nach hinten durch. Und natürlich auch für die Katzen ist das so, die stehen dann schon mal Schlange, weil die fahren bei uns nämlich vorne mit. Die haben hier einen eigenen Platz
wo sie auch so eine Art Kratzding haben. Und dann gucken die oben zum Fenster raus und alle, die dran vorbeifahren, die lachen sich einen Ast, weil die Katze hinter mir, hinter dem Fahrersitz zum Fenster rausguckt. Oder beide, wie, die Muppet, wie bei der Muppet Show, die Alten, gucken dann halt zum Fenster raus und gucken sich die Welt an. Ja, das kennen wir so. Wenn die Kätzchen dann vorne auf dem Cockpit liegen, dann genau. Die Leute es von außen sehen, sind immer super lustig. Auf jeden Fall ja. Richtig cool. Auch wenn man Stau steht, gibt viele Lacher dann immer. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, jetzt natürlich auf dieser Fahrzeughöhe zu sitzen, ist nochmal was ganz anderes als bei uns im Transit. Die Aussicht ist absoluter Wahnsinn. Man hat eine ganz andere Übersicht einfach über den Verkehr. Und was das hier alles zu bedeuten hat und für was die ganzen Knöpfe sind, das wird auch Christian uns mal ganz kurz und knackig erklären. So, das Besondere an dem LKW ist halt, dass er mit Druckluft gebremst wird, mit Druckluft abgeschalten wird. Wie gesagt, alles jetzt aus. Ganz normales Zündschloss, LKW starten. Habe ich hier noch ein Handgas, kann das im Prinzip noch ein bisschen einstellen, bis im Prinzip die Druckluft aufgebaut wird. Man hat hier zwei Zeiger für die zwei Hauptkreise, für die Bremse. Und erst wenn überall Luft drauf ist, wird auch die Handbremse gelöst und man kann losfahren. Deshalb ist dieses Argument, dass man den Durchstieg als Fluchtweg nutzt, sowieso für die Katz, weil bis das Ding Druckluft hat, ist gerne mal eine Minute vergangen. Und davor dreht sich eigentlich überhaupt nichts. Bei dem Fahrzeug ist noch der alte Motor, der OM366LA, verbaut. Der hat keinerlei Elektronik, den kann man im Prinzip mit einem 2-Euro-Stück am Anlasser starten. Und letztens beim TÜV auch ganz lustig, er wollte das Ding am Zündschlüssel ausschalten. Geht natürlich auch nicht. Der hat hier unten im Fußbereich hat er eine Motorbremse und über die Motorbremse wird auch der Motor dann ausgemacht. Ja, ansonsten ist eigentlich alles relativ identisch mit normalen Fahrzeugen. Man hat einen Hupen, Scheibenwischer, normales Licht. Hier sind noch die Schalter von der Feuerwehr drin. Da habe ich jetzt hinten ein Licht geschaltet für einen Rückfahrscheinwerfer, der es so hält, dass man den wirklich nur im Gelände benutzen sollte und nicht im Straßenverkehr. Das einzige oder das Hauptsteuergerät, was es gibt, ist ein ABS-Steuergerät. Das war ab 1990 Pflicht im LKW. Das hat ein Gelände-ABS, was ich aber auch ausschalten kann explizit. Aha. Ja. Und Leuchtweitenregulierung war damals auch schon Pflicht. War aber mit einer Flüssigkeit in so einem Regler, wird nie funktionieren. Über lange Zeit haben wir umgerüstet auf elektronische Leuchtweitenregulierung. Natürlich kauft man jetzt gerade so ein Fahrzeug nicht unbedingt beim Laden um die Ecke, vielleicht wie ein Wohnmobil. Die meisten bauen sich so ein Fahrzeug auf und genauso war das jetzt auch beim Christian so, das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Wie genau und was genau er jetzt gemacht hat, wird er uns nochmal sagen. So, wir haben jetzt mal kurz nach innen verzogen, weil draußen ist doch ein bisschen zu laut gewesen. Hier ist einiges los, wir sind am Wochenende. Und klar, Christian, wie gesagt, wird uns jetzt mal erzählen, was eigentlich mit Detail jetzt hier am Fahrzeug außen passiert ist. Das Fahrzeug an sich war eine ganz normale Feuerwehr, war ein Löschfahrzeug LF16 für die Leute, die sich von der Feuerwehr auskennen. Mit Rollläden hinten dran, mit einem Tank, Wassertank, Wasserpumpe. Haben wir ersteigert in Chemnitz, direkt beim Auktionshaus. Und haben dann 2020 im Prinzip angefangen, das Fahrzeug zu entkernen, den ganzen Aufbau hinten runterzunehmen, die Pumpe zu verkaufen, ein paar andere Sachen. Und das Fahrerhaus, das war halt eine Mannschaftskabine. Das heißt, dort, wo es jetzt endet, da ging eigentlich die zweite Tür los. Dort haben wir dann alles, was dran war, abgeflext. Haben die Rückwand so gut wie es geht halt erhalten und entsprechend neu an der Stelle, wo sie jetzt ist, neu aufgebaut. Inklusive dem Durchstieg, den wir vor uns gesehen haben. Ich hatte auch schon bei euch mal auf der Instagram-Seite gesehen, ihr habt ihn ja von Grund auf neu aufgebaut, also auch quasi Rahmen neu lackiert oder Sand gestrahlt. Da ist ja auch richtig viel passiert. Ja, der Rahmen war eigentlich gar nicht so schlecht, aber wir hatten halt auch Zeit und haben gedacht, wir machen es halt, wenn wir es einmal machen, wir machen es ordentlich, haben wir den kompletten Rahmen entfettet. Viel Rost war nicht dran, das was dran war, haben wir gemacht, haben den Rahmen nochmal grundiert, haben den nochmal lackiert und so sieht es halt eigentlich aus wie ein Neufahrzeug. So, sagen Sie mal ganz kurz und knapp, wie viel Zeit, wie viel Dauer ungefähr, ich weiß immer schwer zu sagen sowas, na, du hast ja auch noch zu dem Zeitpunkt ganz normal gearbeitet, in das Fahrzeug geflossen ist, bis jetzt hier so weit ja, dasteht, wie es jetzt hier aussieht und vor allen Dingen, was hat es euch gekostet? Na, unterm Strich ist es so, die Zeit, die wir reingesteckt haben, schätze ich ungefähr auf 6.000 Stunden. Wir haben es halt immer nebenbei gemacht. Man muss ungefähr rechnen, also für das Fahrzeug in Stand setzen, alles die Elektrik machen, von der Feuerwehr entfernen und so weiter. Ungefähr ein Jahr haben wir daran gearbeitet. Wir haben die Wohnbox selber gebaut mit einem Kollegen zusammen in Leipzig, der auch einen LKW baut.
dafür muss man auch eigentlich ohne Probleme ein Jahr einrechnen, wenn man sie selber baut. Und Innenausbau haben wir dann eigentlich ja auch so ein Dreivierteljahr im Großen und Ganzen gebraucht, bis es soweit war. Dass wir losfahren konnten, ganz fertig ist es immer noch nicht, aber es neigt sich dem Ende. Wie gesagt, sowas ist natürlich auch ein riesen Kostenfaktor. Was habt ihr jetzt ungefähr ohne jetzt diese, ihr habt ja die Arbeitsleistung selbst erbracht, an Materialkosten in das Fahrzeug investiert? Also Materialkosten sind leicht sechsstellig. Im Großen und Ganzen sind aber viele Sachen, die könnte man natürlich viel, viel günstiger bauen. Gerade diese Panoramaklappe ist halt auch so ein Kostenteil, wo man sagt, braucht man es oder braucht man es nicht. Wir haben es halt für uns jetzt so entschieden, wir bauen eigentlich nur ein Auto, so ist zumindest bis jetzt der Plan. Und dann wollen wir es halt wirklich genauso haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Und haben dann auch gesagt, wir wollen später dauerhaft drin leben. Dann wollen wir es halt auch so haben, dass es halt unseren Ansprüchen genügt. Zum Reisen, worum es eigentlich geht, finde ich, ist es vollkommen egal, mit was man losfährt. Wichtig ist, dass man losfährt, kann man das auch deutlich günstiger machen. So, pünktlich mit Anfang des schlechten Wetters verabschieden wir uns jetzt hier von allen und auch von dem lieben Christian, der uns jetzt gerade die Roomtour gemacht hat mit dem LKW. Also richtig cool, vielleicht hat der ein oder andere jetzt mal eine Idee für sich abgeholt, für sein Fahrzeug, was er gerade baut oder was er vielleicht auch jetzt in der Zukunft einfach anfangen möchte oder unterwegs ist, so wie wir, und da noch was umbauen möchte. Mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen, ich hoffe euch auch und würde mich dann freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like noch da lasst, vielleicht noch ein liebes Kommentar, dann sehen wir uns einfach zum gewohnten Video das nächste Mal. Ciao! So, kleiner Flachwitz am Rande, jetzt schauen wir mal kurz noch mal hinten rein. Wie bitte? Da musst du selbst lachen. Gott, auch nicht ihre Schlüpper drin. Machen wir meinen Kasten machen.